Guten Tag. Wir machen jetzt weiter. Mein Name ist Matthias Meissner. Herr Bunzel, würden Sie sich bitte hinsetzen? Ich darf das. Ich werde jetzt nicht alle aufrufen, die noch stehen. Oder vielleicht sollte ich das machen. Vielleicht bedeutet das so große Angst, dass Sie sich so schnell hinsetzen. Mein Name ist Matthias Meissner, ich arbeite für den WWF Deutschland. Wir sind ja Mitveranstalter der Veranstaltung und freuen uns, dass wir auch in einem so wunderbaren Haus hier sein dürfen. Ich habe die Moderation für den Nachmittag übernommen von der Christine Chemnitz und wir wollen uns am Nachmittag, nachdem wir wirklich einen solchen reichen Vormittag an Informationen und vielen Präsentationen bekommen haben, nochmal mit anderen Aspekten beschäftigen. Erstens werden wir jetzt gleich im Anschluss eine Präsentation und ein Impulsstatement von Herrn Dietrich Prath hören. Er ist Geschäftsführer der Pflanzenernährung beim Industrieverband Agrar. Und dann möchte ich noch kurz was ansagen, dass wir auch im Programm stehen haben, dass wir eine Videobotschaft von Olivier de Schutter eingeplant haben im Anschluss an die Botschaft von Herrn Prath. Wir versuchen, due to technical reasons, also wir versuchen, das noch hinzubekommen, dass die technischen Probleme, die wir momentan haben, sich in Luft auflösen und in Wohlgefallen und dass wir im Anschluss dann doch noch die Videobotschaft sehen und hören können. Wir werden sehen. Wir werden Sie dann im Anschluss darauf vorbereiten, ob es funktioniert oder nicht. Im weiteren Verlauf werden wir dann nochmal eine Diskussion über die politischen über den politischen Wandel haben, den es braucht, um agrarökologische Ansätze weltweit in Deutschland stärker in den Mainstream zu bekommen. Und dazu werden wir dann ein Fishbowl-Panel haben, wo Sie ihr dann noch aktiver werden könnt und euch selber oder die Expertise, die bei Ihnen auch im Kopf vorhanden ist, dann hier in die Diskussion mit einbringen können. Aber erstmal freue ich mich, dass wir jetzt eine Information bzw. eine Präsentation von Herrn Prath bekommen. Wir dachten, dass es auch sehr sinnvoll ist, einen Vertreter der Agrarindustrie bei uns hier zu haben, um einfach auch andere Gesichtspunkte und andere Standpunkte, möglicherweise Gemeinsamkeiten zu finden. Herr Prath ist, wie ich schon sagte, Geschäftsführer im Fachbereich Pflanzenernährung des Industrieverbands Agrar und vertritt den Verband in den Fragen Handelspolitik, in der Öffentlichkeitsarbeit, aber eben auch als Interessensvertreter auf der europäischen Ebene. Der Industrieverband Agrar ist die Interessensvertretung von insgesamt 51 Mitgliedsunternehmen aus dem Pflanzenschutz- und Düngemittelsektor in Deutschland. Man könnte sagen, ist das Who is Who der Agrar- und Düngemittelindustrie. Sicherlich auch Namen, die vorhin schon von Barbara Unmüßig genannt wurden in ihrer Rede. Im Rahmen seiner Arbeit beim IVA ist er weiterhin Vorsitzender des Beirates Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungen und Forschungsanstalten. Und dazu hat er ausreichend Fachwissen, weil er selber promovierter Agrarökonom oder wie er mir gerade sagte, Landwirt ist. Und the floor is yours. Danke, Herr Meissner. Zunächst Ihnen allen einen schönen guten Tag. Wir gehen gedanklich jetzt nach dem Vormittag nochmal und nach dem schönen Mittagessen nochmal einen kleinen Schritt zurück, indem wir uns also nicht um unsere eigene Ernährung kümmern, sondern im Wesentlichen um die Frage der Pflanzenernährung. Danke für die Einladung, der ich gerne gefolgt bin. Die Rolle des Advocatus Diaboli zu übernehmen, hat
gewisse Reize. Und ich hoffe, dass ich dieser Rolle, jedenfalls werde ich mich darum bemühen, auch voll und ganz gerecht werde. Ich vielleicht noch zwei, drei Sätze zu meiner Person. Meinen Namen können Sie hier lesen und finden ihn auf den Charts. Ich habe in der Tat Landwirtschaft in Hohenheim und Göttingen studiert und bin dann anschließend 6 Jahre bei der Kalion Salz AG in Kassel in verschiedenen Verwendungen tätig gewesen und seit demnächst 20 Jahren vertrete ich den Fachbereich Pflanzenernährung, Düngung innerhalb des Industrieverbands Agrar. Ich vertrete also hier die Mineraldüngerindustrie in Deutschland. Ob wir ihre Definition von Agrarindustrie in dem Sinne erfüllen, weiß ich nicht genau. Jedenfalls weiß ich, dass wir uns selbst als Vorleistungsindustrie verstehen, die sich der Landwirtschaft im Ganzen verbunden fühlen. Ich habe meine Ausführungen wie folgt gegliedert. Zunächst will ich ein paar einführende Bemerkungen machen. 2, 3 Sätze zur Definition, zur Frage mich äußern, warum und wie Pflanzenernährung, die Bedeutung weltweit der mineralischen Düngemittel, einige Erkenntnisse aus 150 Jahren Agrarforschung. Zum zielgenauen Einsatz von Mineraldüngern will ich ein paar Sätze sagen, die mit ihrer hohen Nährstoffeffizienz eben, wenn sie optimal eingesetzt sind, auch die Umwelt entsprechend schonen. Ich will zu den Böden etwas sagen, zum globalen Status und zur Status Quo-Situation in Deutschland. Und die letzten Punkte sind im Wesentlichen aus meiner Sicht die Formulierung der Herausforderungen und am Schluss soll ein kleines Fazit stehen. Zunächst einige Vorbemerkungen. Der Fachbereich Pflanzenernährung des Industrieverbandes Agrar vertritt die Mineraldüngerproduzenten. 2015 ist das internationale Jahr des Bodens und wir betrachten dieses im Wesentlichen auch unter dem Hintergrund oder vor der Frage nach den Potenzialen, insbesondere den nicht genutzten Potenzialen der Ernährungssicherung. Fakt, um das vorweg zu sagen, ist, nur gut ernährte Pflanzen liefern hochwertige und gesunde Nahrungsmittel. Und die Hungerbekämpfung erfordert aus unserer Sicht eine Intensivierung in jeder Hinsicht. Und da schließe ich ausdrücklich alle grauen Hirnzellen, die wir haben, mit ein. Und ich will auch an dieser Stelle gleich eines vorweg sagen. Das ist dann allerdings auch eine eher persönliche Positionierung. Für mich steht bei all diesen Fragen zunächst mal der Mensch an erster Stelle. Und damit ergibt sich alles Weitere danach. Und dazu gehört, dass aus meiner Sicht die Bekämpfung des Hungers in der Welt eine der ersten und wichtigsten Herausforderungen für uns alle ist. Vorweggenommen auch schon das Ergebnis oder die Antwort auf Ihre Frage einmal, nämlich Agrarökologie ist aus unserer Sicht weder Bedrohung für die Industrie noch die einzige Strategie zur Ernährungssicherung, sondern sie ist ein Teil der Rahmenbedingungen landwirtschaftlicher Produktion. Und das haben wir ja aus anderen Teilen der Welt heute Morgen auch schon gehört. Das UN-Jahr des Bodens oder der Böden begrüßen wir sehr, denn, wie schon gesagt, verknüpfen wir damit die Frage nach den ungenutzten Potenzialen zur Ernährungssicherung. Und Pflanzenernährung geht nun mal mit wenigen Ausnahmen über den Boden.
der Lebensgrundlage für uns alle ist. Und insofern ist unsere Branche dieser Thematik naturgemäß seit langem sehr nah und sehr vertraut. Zur Definition. Die klassische Definition sagt, Ökologie ist die Beziehung der Lebewesen mit ihrer unbelebten Umwelt. Heute wird darunter eher Umweltschutz und nachhaltiges Wirtschaften verstanden. Bei der Definition des Begriffs Agrarökologie sind bei mir Unsicherheiten nicht nur aufgetreten, sondern auch nach einigen Recherchen geblieben. Da dieser Begriff offensichtlich als wissenschaftlicher Begriff definiert werden kann, aber auch darunter eine Bewegung oder sogar bestimmte Praxis verstanden werden kann. Ich will deshalb auf die Definition und eine Erörterung, was ich vielleicht darunter verstehen würde, wollte, könnte, verzichten. Eines allerdings scheint mir klar, bei dieser, egal ob wir es als Definition im Sinne einer wissenschaftlichen Definition oder als Bewegung oder was auch immer sehen, ist damit nicht verbunden oder jedenfalls nicht auf den ersten Blick erkennbar die Ernährung der heutigen Weltbevölkerung von über 7 Milliarden Menschen, die jährlich um 80 Millionen, also rund der Bevölkerung Deutschlands, zunimmt. Und wir erwarten deshalb bis zum Jahr 2050 9,3 Milliarden Menschen. Gleichzeitig müssen wir allerdings feststellen, dass die Flächenreserven, die wir weltweit haben, sehr begrenzt sind. Ich will die Diskussion, wie groß mögliche ungenutzte Flächen vorhanden sind, gar nicht aufmachen. In den optimistischsten Kalkulationen können wir vielleicht von 5 bis bestenfalls 7% ungenutzter und noch vertretbar nutzbaren Flächen rechnen. Da bleibt unterm Strich eindeutig, dass die Fläche eine der knappsten Ressourcen ist für die Nahrungsmittelproduktion einer immer noch erheblich wachsenden Bevölkerung. Zweiter Punkt, Pflanzenernährung, warum und wie? Warum? Weil, wie schon gesagt, nur gesunde und gut ernährte Pflanzen auch gesunde Nahrungsmittel liefern können. Wo kommen wir her? Vor etwa 150 Jahren waren unsere Böden, und jetzt konzentriere ich mich auf die Situation in Deutschland, ausgelaugt. Kümmerliche und krankheitsanfällige Feldfrüchte waren die Regel. Erschöpfung der Ressource Boden trotz weitgehend geschlossener Nährstoffkreisläufe über tierische und humane Exkremente. Was waren die Konsequenzen, die Folgen dieser Hunger? Es waren Hungersnöte, die Millionen von Menschen damals zur Auswanderung trieben. So sind allein zwischen 1815 und 1914 in mehreren Ausreisewellen mehr als 6 Millionen Menschen aus Deutschland emigriert, größtenteils nach Süd- und Nordamerika. Das sind Größenordnungen von, je nachdem, welches Jahr man als Bezug nimmt und wie sicher die Statistiken sind, aber das sind Größenordnungen von 25-30%. Theodor Heuss hat deshalb zum 150. Geburtstag Justus von Liebigs 1953 in Darmstadt gesagt, kein Mensch hat zeitgeschichtlich und ans Individualität genommen so vielen Menschen das Leben können ermöglicht wie Justus von Liebig. Zum Beginn der Agrarforschung war die Erkenntnis, die heute so gültig ist wie damals, dem Boden müssen die entzogenen Nährstoffe zurückgegeben werden, wenn er langfristig genutzt werden soll und kann. Karl Sprengel und Justus von Liebig haben dann das Minimumgesetz und die Mineralstofftheorie entwickelt. Die Mineralstofftheorie war sozusagen die Weiterentwicklung der damals gängigen Humustheorie, nämlich dass die Pflanzen eben sich nicht aus Stoffen
ernähren, die so sind wie sie selbst, sondern aus mineralischen Nährstoffen. Und alle organischen Nährstoffe müssen ja erstmal mineralisiert werden, um Pflanzen verfügbar zu werden. Das war die bahnbrechende Erkenntnis der Mineralstofftheorie. Und das Minimumgesetz von Justus von Liebig sagte eben, es ist hier dargestellt an der berühmten Liebig-Tonne, nämlich, dass es wie bei einer Tonne nichts nutzt, wenn ich von einzelnen Dauben sehr hohe habe und andere niedrig habe, dann kriege ich das Fass nicht voll, sondern am besten ist es, wenn alle Nährstoffe in einem ausgewogenen, richtigen Verhältnis vorhanden sind, dann nämlich sind die Dauben gleich hoch und im anderen Fall ist eben ein Nährstoff, der nicht substituiert werden kann, ein Nährstoff der begrenzende Faktor. Etwa mit diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die sozusagen gerade noch, würde ich vielleicht sagen, zur rechten Zeit gekommen sind, startete dann auch die Mineraldüngerindustrie, wenn Sie so wollen, nämlich der ab 1855, 60 die Produktion von Phosphatdüngern. Die ersten Kalischächte wurden abgeteuft in der Nähe von Magdeburg in Staßfurt nämlich beispielsweise. Und parallel dazu kam dann auch der erste wissenschaftliche Lehrstuhl für Agrarwissenschaften von Julius Kühn. Das war die erste Phase. Die nächste Phase war dann sozusagen die wissenschaftlichen und agrarwissenschaftlichen Erkenntnisse, die großtechnisch umgesetzt wurden in der genialen sogenannten Ammoniaksynthese nach Haber-Bosch, für die es damals den Nobelpreis gab. Und was war das Geniale daran? Er hat sozusagen ein Verfahren entwickelt, mit dem man aus dem reichlich vorhandenen Stickstoff der Luft ihn überführen konnte in eine pflanzenverfügbare Form. Wo stehen wir heute? Die Pflanzenernährungsforschung führt im Moment eher ein Schattendasein. Aus Sicht der Firmen wird Anbau- und Düngeberatung nach wie vor betrieben, allerdings zugegebenermaßen und bedauerlicherweise, würde ich hinzufügen, in wesentlich geringerem Ausmaß, als das früher der Fall war. Das heißt, die Düngeberatung basiert im Wesentlichen auf Ergebnissen vieler langjähriger Feldversuche bis hin zu den sogenannten 100-jährigen Versuchen Bad Lauchstädt, Halle und so weiter. Was sind kurz gefasst die Erkenntnisse aus 150 Jahren Agrarforschung? Nun, Pflanzen benötigen zum Wachstum neben Wasser, Sonnenlicht und CO2 auch mineralische Nährstoffe. Landwirtschaftliche Produktion entzieht dem Boden über die Ernteprodukte wiederum diese Nährstoffe. Dem Boden muss allerdings wiedergegeben werden, was ihm entnommen wurde. Das war eine der Grundphilosophien von Justus von Liebig. Jede Pflanze und jeder Standort hat bestimmte Ansprüche für die optimale Erträge, die für optimale Erträge Voraussetzung sind. Auch das hatten wir im Prinzip heute Morgen schon mal erwähnt. Man kann einen Geestboden nicht mit der Hildesheimer Börde gleichsetzen und eine Lüneburger Heide ist etwas anderes als die Köln-Aachener Bucht. Bedarfsgerechte Nährstoffversorgung sichert allerdings hohe und qualitativ hochwertige Ernten. Organische Dünger und Leguminosen sind wichtig, können allerdings nicht vollständig nachliefern und stehen nicht immer in ausreichender Menge zur Verfügung. Das ist im Wesentlichen das Problem der organischen Düngung, die damit immer potenziell jedenfalls zu höheren Nährstoffverlusten führt. Einige Bemerkungen zur Bedeutung von mineralischen Düngemitteln. Die Mineraldünger machen aufgrund ihrer hohen Effizienz, ihrer hohen Nährstoffeffizienz den relativ genauen Einsatz möglich. Und das heißt,
Das Ziel mineralischer Düngung heißt, die Nährstoffe, die über den Dünger gegeben werden, möglichst zu 100%, das wird nicht immer gelingen, aber möglichst zu 100% in die Pflanze zu bringen. Etwa 50% der weltweiten Nahrungsmittelproduktion beruhen heute auf dem Einsatz mineralischer Düngemittel. Das ist gerechnet über Gigajoule, eine Einheit. Eine interessante Erkenntnis dieses Bildes zeigt, und bei etwas weiterer Überlegung, Herr Krall hatte das heute Morgen auch schon mal angewendet, kommt man dazu, dass im Prinzip weitere Produktionssteigerungen nur über die Nährstoffzufuhr mit Hilfe mineralischer Düngemittel zu erreichen sind. Warum? Weil alle anderen Formen der zusätzlichen mineralischen Düngung oder beispielsweise der Düngung aus Tierexkrementen nur über wieder das Futter gewonnen werden können, und da haben wir einen Verwertungsverlust. Und das Bild zeigt es auch deutlich, also die Entwicklung von 1900 bis jetzt sozusagen zeigt, dass eben seit, kann man sagen, 40 Jahren etwa tatsächlich die Zuwächse aus der Anwendung von mineralischen Düngemitteln kommen. Zielgenauer Einsatz von Mineraldüngern hilft der Umwelt. Ich will auf die Einzelheiten dieses Schaubilds, wenn wir nachher Zeit haben, können wir das gerne auch noch tun, gar nicht so eingehen. Der Grundgedanke, der dabei zum Ausdruck kommt, ist, dass natürlich wir, um die Welt zu ernähren, Getreide beispielsweise brauchen. Also wir brauchen Produkte, die verarbeitet oder direkt gegessen werden können. Wenn wir also ein Welternährungsproblem haben, ist die Frage, wie hoch ist die Umweltbelastung pro produzierter Einheit? Und das genau zeigt es, wenn ich also mit hoher Nährstoffeffizienz und geringen Nährstoffverlusten produzieren kann, dann brauche ich unter dem Strich weniger Fläche. Und Fläche, habe ich vorhin dargestellt, ist ein ganz, ganz knappes Gut weltweit gesehen. Denn die Konsequenz, wenn wir die vorhandenen Flächen und die geeigneten Flächen nicht nutzen, dann passiert in noch viel stärkerem Ausmaß genau das, was jetzt schon passiert, nämlich dass Urwälder gerodet werden und andere potenzielle Naturflächen in Bewirtschaftung genommen werden. Zu den Böden. Der Zustand und die Nährstoffversorgung der Böden ist weltweit sehr heterogen. Da will ich mich auch begrenzen auf die Situation hier bei uns. Die Nährstoffeffizienz jedenfalls hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen, und in Deutschland und Mitteleuropa, würde ich fast noch dazu nehmen, hat sich die Nutzungseffizienz der eingesetzten Nährstoffe massiv verbessert, und die Böden sind in einem so guten Zustand wie eigentlich noch nie. Deutschland und die Welt müssen allerdings die Effizienz weiter steigern, insbesondere vor dem Aspekt, wenn ich daran erinnern darf, dass wir als Europäer inzwischen keine Überschüsse mehr produzieren, sondern Nettoimporteure in der Größenordnung von 30 oder 35 Millionen Hektar sind. Das heißt, de facto sind wir hier mit dem Gunststandort unter Wasser- und Bodenverhältnissen und so weiter, kaufen wir anderen Regionen der Welt 35 Millionen Hektar einfach weg. Und was machen die denn dann? Was machen die? Die müssen sich neue Flächen suchen, ich sage mal im Moment im Wesentlichen durch Urbarmachung oder Inbewirtschaftung nehmen von Flächen, die eigentlich geschützt werden sollten. Das nennt man eben die indirekten Landnutzungseffekte letztlich. Wie sieht die Zukunft der Agrarproduktion aus? Ich bin grundsätzlich durchaus optimistisch. Allerdings müssen wir, wie vorhin schon gesagt, allen unsere grauen Hirnzellen und alle unsere Erfahrungen versuchen zu nutzen, damit die Herausforderung einigermaßen gelingen kann. Auf die
besondere Bedeutung der Mineraldünger in diesem Zusammenhang habe ich bereits hingewiesen. Und Voraussetzungen sind natürlich neben Bildung, Ausbildung der Landwirte, verbesserte Lager- und Transportmöglichkeiten, aber eben weitestgehende Infrastruktur, Rechtssicherheit, politische Systeme und so weiter gehören auch dazu. Also Good Governance und natürlich eine breite Auswahl an Produktionsarten, Sorten und Technologie. Und zum Fazit, wer pflanzliche Produkte erzeugen will, muss für entsprechende Nährstoffe sorgen und Entzüge nach der Ernte ersetzen, wenn er nachhaltig produzieren will. Und die Schließung, die komplette Schließung des Systems gelingt uns bei der arbeitsteiligen Wirtschaft heute eigentlich natürlich nicht. Sie gelingt uns vielleicht in Teilen und vielleicht beim einen mehr, beim anderen weniger, aber komplett wird sie sicherlich nicht gelingen. Dazu sind natürlich verschiedene Strategien zu nutzen. Ich habe schon gesagt, dass aus unserer Sicht die Ökologie oder die Agrarökologie eine wesentliche Rahmenbedingung ist, aber diese natürlich nicht alleine alles bestimmen kann und wird. Am Ende sage ich, wir müssen alle grauen Hirnzellen nutzen und deshalb plädieren wir für ein sowohl als auch und nicht für ein entweder oder. Also natürlich hat hier und dort und da, wo es hinpasst, auch ein extensiver ökologischer Landbau seine Berechtigung. Genauso wie an der anderen, am anderen Ende der Skala, wenn ich mal so sagen darf, der Einsatz einer verantworteten grünen Gentechnik. Nach jetzigem Stand ist auf globaler Ebene ein steigender Nährstoffbedarf zu erwarten, der auch und durch zusätzliche mineralische Düngung erfüllt werden wird. Davon jedenfalls gehen wir aus. Soweit meine Ausführungen einführen.